Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Herzlich willkommen zum dritten und letzten Abfüllungsvideo hier von Sailor's Home. Ich habe hier schon The Haven probiert, ein Single Pot Still Whiskey, hat mir gar nicht geschmeckt. Ich habe hier eine Journey Irish Whiskey, rum, lecker. Und ich habe jetzt hier eine 10 Jahre alte Whiskey. Irish Whiskey, The Horizon, 10 Jahre alt. Barbados Rum Cask, Non-Chilled Filtered, Triple Distilled. Und das ist hier von dieser neuen unabhängigen Abfüller dort aus der Limerick. Whiskey Base Nummer 167983. Amerikanische Ex-Bourbon-Fässern und Barbados Ex-Rum-Fässern, 43%. Und wir liegen bei um und bei 48 Euro hierfür. So, der Pot Still ist einfach viel zu jung. Das war mein Problem. Wir haben jetzt hier etwas, was 10 Jahre alt ist und hell. Hier, No Age Statement, dunkel. Ich werde das hier miteinander vergleichen. Warum? Weil dieses hier auch tatsächlich ein Rum-Finish bekommen hatte und ist bei 43% und wir sind bei 31 Euro. Hier sind wir bei 48 Euro. Schmeckt man dieser Alter und ist ein älterer Whisky aus Irland besser? So. Alle diese Flaschen haben eins gemeinsam, die haben hier drauf eine Unterschrift. Dr. Jack O'Shea. Er hat tatsächlich seine Doktorarbeit beinahe mit über 65 Jahren jetzt hier geschrieben, Fermentierung und Hefe. Hat über 40 Jahre lang Erfahrung in der Whisky-Industrie in Irland. Und hat dann dort einfach mal verschiedene Brennereien geholfen zu starten, begleitet manche davon jetzt hier und hat auch dann seine Masters geschrieben Biochemie. Also der Mann ist eine Koryphäe in der Irish Whisky Welt. Es gibt einen Geschäftsmann in Limerick, der sagte, ich will einfach auf diese Zug aufspringen. Alle produzieren momentan oder füllen Irish Whisky ab. Ich habe eine coole Idee. Also bei uns in Limerick, es gibt tatsächlich ein Seemannsheim, also Sailor's Home. Und ich werde einfach ein tolles Design hier haben. Und dann bringe ich einfach Whisky raus und versuche mal ein bisschen Geld damit zu machen. Wie groß jetzt hier nun diese Abfüllungsreihe ist, wurden hier 2000 Flaschen oder 20.000 oder 200.000 Flaschen abgefüllt, weiß ich nicht. Da habe ich nirgendwo Informationen dazu gefunden. Bei den 10-Jährigen wissen wir, dass er tatsächlich jetzt hier eine Mischung ist aus Irish Malt und den Grain Whiskies und gereift für mindestens 10 Jahren in Ex-Bourbon-Fässern, bevor es dann eine Barbados Rum Cask Finish bekommen hat. Wie lange? Auch da keine Information. Holt mich noch nicht ab. Also hier unsere, die haben jeweils einen Namen. Haven, Journey und Horizon. Also sollte alles ein bisschen hier diese Sache ausdrücken jetzt hier. Hafen, Haven, Journey, Reise, wohin zum Horizont. Also Horizon hier. Ja? Also Haven, Journey, Horizon. Das sollte unser beste Whisky hier sein. Und da bin ich noch nicht mal sicher, ob das tatsächlich denen gelungen ist. So, Irish Malt und Grain Whiskies gereift für mindestens 10 Jahre in amerikanischen Bourbonfässern und dann expertlich mit Expertenfinish in Fässern von der Geburtsort vom Karibien Rum, nämlich Barbados. Okay. Liebe Leute, Non-Chilled Filter steht drauf, wieso nicht Natural Color? Ja, ich habe nochmal gerade gelesen. Ich finde tatsächlich online die Angaben, dass das 6-monatige Finish war an dieses Barbados Rumfässern. Und was ich immer vergessen habe zu erwähnen, für mich nicht wichtig, aber für manche anderen, unser Haven, unser Single Pot Still hat tatsächlich einen kleinen Anteil vom Hafer da drin. Also gemälzte, ungemälzte Gerste und Hafer. Yay. Also, bevor ich jemand sagt, Jason, Jason, Jason. Also, gut. Echt erstaunlich, wie die Farbunterschiede so sind. Das könnt ihr hier wunderbar so sehen, ja. Was habe ich hier?
Ich habe hier Melone. Ich kriege wenig Rum momentan. Ich kriege eine Malzigkeit und ich kriege ein bisschen Barrel Char. Also für 10 Jahre ist dieser Whisky extrem hell, Leute. Da ist wer, keine Ahnung, was das für Fässer waren. Ja, also American Bourbon Fässern. Third Fill. Wer weiß. Wo hat man das Zeug ausgekramt? Ist das Coolie Juice? Wahrscheinlich. Wenn man mit Great Northern Distilleries zusammenarbeitet, haben sie einige Fässer mitgeschleppt. Das wäre auch gut zu wissen hier. Die wollen neue Wege gehen. Schauen wir mal, ob das der richtige Weg ist. Ich persönlich sage, das bin ich heute mit meiner Meinung. Vielleicht ändere ich das übermorgen. Am liebsten ist mir tatsächlich, dass eine Marke eine eigene Brennerei hat. Also eine Marke, die nur Sachen einkauft, kann nicht gewährleisten über Jahre hinweg eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Gleichmäßigkeit. Die sind vollkommen abhängig von dem Markt. Und wenn der Markt da ein bisschen trocken wird, ein bisschen schwierig wird, dann, also dries up, würde ich sagen auf Englisch, einfach mal nicht mehr da ist, wird er überhaupt 10 Jahre altes Whisky in der Zukunft bekommen können? Ich glaube, in 5 Jahren wird es schwierig. Und solche Sachen. Also lieber selbst das machen und nicht jetzt hier nur eine Marke aufbauen. Ihr könnt andere Meinung sein. Vielleicht können wir einfach diese Frage jetzt hier stellen. Also wie steht ihr dazu zu Menschen in Irland, in Amerika, in Deutschland, in Schottland, die selbst nicht destillieren wollen, aber eine eigene Marke aufbauen mit dieser Whiskys? Also, ich meine nicht Douglas Lang. Douglas Lang zum Beispiel ist ein unabhängiger Abfüller. Die haben zwar mit ihren verschiedenen Big Peats und so weiter, mischen sie und produzieren sie da und so weiter. Vielleicht ist das doch, die sind abhängig von der verschiedenen Leute, von der Gunst der Markt, da tatsächlich diese Fässer zu kaufen. Aber die haben noch nicht mal diese Absicht, überhaupt denn was selbst produzieren zu wollen. Sondern am Anfang, hey, wir kaufen einfach dann Sachen ein. Und das Problem, das ganze Geschichte ist, also aus meiner Sicht, ist Great Northern Distillery produziert nur für solche Menschen. Die wollen eigene Marken gar nicht auf den Markt bringen. Die wollen für Third Parties, also für Dritte, produzieren. Das gleiche ist mit Bardstown Bourbon, also auch die produzieren nicht für sich selbst kaum, sondern für anderen hauptsächlich. Und da ist irgendwie in diesem Geschäftsmodell ist Geld damit zu machen, sonst würde man es nicht tun, aber als Konsument finde ich das ein kleines bisschen unbefriedigend. Okay, gut. Whisky Time. Leichte Ananas-Momente. Irgendwie holt mich diese Whisky hier noch nicht ab. Schauen wir mal. Cheers. 43%. Alles 43%. Auch da schon wieder die Lüge, dass wir die beste Alkoholstärke ausgesucht haben für diese Whisky. Wir haben die niedrigste Alkoholstärke ausgesucht, indem wir immer noch nicht Kälte vertrieben müssen. Übrigens, und auch das ist auch interessant, Great Northern hat ein Verfahren entwickelt, in dem wir den Whisky nicht runter chillen muss, aber dennoch fast alle von diesen Fettsäuren rauskriegen kann. Das heißt, sie haben einen Mikrofilter, in dem tatsächlich dieses Stoffe, die trüb machen könnten, zum großen Teil fast ausschließlich schon rausgenommen wurden. Allerdings, man sollte sagen, vielleicht bleibt da mehr Geschmack drin als denn sonst. Ciao. Ja, also das begeistert mich, das ist okay. Da wird ein solide 3 sein. Preislich sind wir auch ein solide 3. Also hier für 50 Euro. Ah, wieso bin ich hier ein bisschen am Wanken jetzt hier? Ich kann hingehen, einen 10-jährigen Bushmills kaufen für 25 Euro. €25, 10 Jahre alt, Single Malt. 10 Jahre alt, gemischtes Produkt, doppelt so viel. Ah, also deshalb kann ich das hier nicht ein 3 mit gutem Gewissen geben. Da muss ich eigentlich ein 3 minus geben für Preis-Leistung. Also ich finde nicht, dass diesen Geschmack
tatsächlich hier eine 3 gerechtfertigt, sondern ein 3 minus. Was schmecke ich? Ja, ich habe ein bisschen Malz. Ich habe ein nettes, vanilliges, cremiges Mundgefühl. Habe ich altes Holz? Kaum. Ich ahne etwas im Hintergrund, aber der wird schon schön maskiert durch diese Barbados-Rum. Ist der Rum übersüß? Nein, der ist absolut da im Hintergrund. Ich bin kein Rum, Experte, sodass ich das einfach mal die beiden hier. Hier steht Jamaika Rum. Moment, muss man richtig lesen hier. Jamaika Rum gefällt mir offenbar besser als Barbados Rum. Warum? Hier steht Dark Rum. Hier steht einfach nur der Heimat vom Rum jetzt hier. The Birthplace of Caribbean Rum. Der hat auch mehr Ähnlichkeiten auf dem Geschmack her wie auch unsere Irishman übrigens. Hier, da war auch ein Caribbean Cask Finish hier. Der war aus dem St. Lucia Rumfässern. Für die, die Rum kennen, sagt das wahrscheinlich etwas. Für mich noch nichts. Bisschen Wasser und dann abschließend jetzt unsere Beurteilung. The Haven, Finger weg, es sei denn, man macht gerne einen Single Pot Still, der sehr jung ist. The Journey, absolut mein Ding. Wunderbar. Wer schon mal bei Mareike den Sonderabfüllung 2020 bei der Irish Whiskey Wochenende hatte, hier wunderbar. The Horizon. Ja, okay, aber na, kein Brenner, kein Wow-Moment, kein überzeugender Moment, wo ich sagen kann, hey, muss man probieren. Also viel mehr ein Apfel, viel mehr eine Birne. Und da leichte, leichte hinten raus hier dieses Rum-Moment, dieses Aprikose-Süße. Also bisschen auch hier Frucht-Cocktail-Süße. Schlecht, nein, aber ein meiner holt mich momentan hier nicht ab. Ja, also, was mich abgeholt hat und weiterhin abholt, ist hier unsere Journey. Tolle, tolle Farbe und tolle, tolle Geschmacksmomente. Aber auch viel, viel mehr Holz. Oh ja. Haha. Jason, happy. Jason, okay. Frage des Tages bleibt und ist jetzt unsere Frage. Unabhängige Abfüller, die nicht beabsichtigen, hier eine eigene Brennerei zu starten. Wie steht ihr dazu? Ist das ein bisschen Schummeln? Oder ist das hier nicht nur ein faires Geschäftsmodell, sondern von der Verbraucherseite her sogar auch ein Modell, den wir begrüßen wollen? Warum? Warum nicht? Alles Gute, Whisky Jason hier. Meine Serie nun zu Sailor's Home Irish Whisky ist vorbei. Alle drei habe ich verkostet. Und auch schon mein Resümee gegeben. Bitte vergiss nicht, liken, abonnieren, Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Auch auf meine Sample-Liste unten schauen. Hier ist tatsächlich ein bisschen was übrig geblieben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es gibt einen brandneu, also brand new Podcast, Irish Whiskey News Deutschland. Neil und ich zusammen machen das einmal im Monat, Neuerscheinungen, die in Deutschland erhältlich sind und Neuigkeiten aus Irland. Also er findet uns bei Spotify, er findet uns bei Apple, er findet uns bei Google, er findet uns überall, wo du deinen Podcast herholst praktisch. Und falls du noch nicht dabei, melde dich bei mir und ich versuche es dann möglich zu machen. Bis dahin, Whiskey Jason, ciao.